Hast du es eingeschaltet? Los geht's, Wahnsinn, was wir gefunden haben. Achtung, Leute, mein Name ist Vlad A4, gelernt, Kabirkov, Sergej. Wir sind also durch das Lager gekrochen, wir haben nach irgendwelchen Gegenständen gesucht, mit denen man Inhalte erstellen kann. Und wir haben so eine Box hier gefunden. Wir haben sie vorher im Lager nicht gesehen und sie ist so seltsam und geheimnisvoll. Na, sollen wir sie öffnen? Jungs, hier sind einige Warmbänder, sollen wir es vielleicht lassen, Alter, es ist gruselig. Ist sie schwer? Lass es, warum öffnen? Lass uns was anderes finden, ja? Ah, nicht schon wieder. Jungs, ich denke, wir müssen sie auf jeden Fall öffnen, denn wisst ihr, was passieren könnte? Content! Ein cooler Clip und... Tada! Verdammt, Jungs, das, irgendwas Unheimliches. Ein verbranntes Notizbuch oder so, Alter. Wow. Schaut mal, hier sind Fotos von was... Irgendwelche Geister? Noch welche Geister? Nein, Jungs, das war's. Nein. Leg's zurück, bitte, Alter, nicht nötig. Nix weg, Alter. Okay, Kabirkov ist wie immer. So interessant. Das ist gruselig, Alter. Welche Geister? Wahrscheinlich stehe ich in diesem Notizbuch so viel über Geister geschrieben. Wow, sicherlich haben wir diesen äußeren Geister gelebt. Also? Ja, das für dich. Los, damit du nicht erschrickst. Das wird lustig. Oh, ein Schlüssel? Was ist das denn? Was ist das, ja? Ist das irgendwie ein Auto oder was? Hier, okay, nimm das alles hier in die Box. Was liest du hier, Sigi? Verdammt, es scheint, dieses Tagebuch gehört jemandem, der Geister erforscht. Und hier steht, wie man mit ihnen kommuniziert, wie man sie fängt, kurz gesagt, eine Menge Zeug. Hilft mir, den Müll runterzubringen. Los geht's! Wow. Unglaublich! Na, woher kommt dieses Auto, ja? Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Schaut mal, ihr habt ja auf der anderen Seite auch einen Aufkleber. Ja. Oh, wow, das ist doch das Logo der Ghostbusters. Wahnsinn. Hier ist doch irgendeine Kleidung. Das sind doch die Klamotten der Ghostbusters. Stimmt, genau. Hört mal, ich fange an zu glauben, dass wir mit euch heute zu Ghostbusters werden. Wir haben die Klamotten, das Auto, jede Menge Ausrüstung. Wahnsinn. Seid ihr bereit, Ghostbuster zu werden? Ja, ich bin bereit. Oh nein, Jungs, ich fahre nach Hause. Ey, warte, Kabirkov, wohin gehst du, ey? Das ist gruselig, Alter. Was denkt ihr? Welche Geister? Wofür ist das denn überhaupt? Ich schau mal im Buch nach. Das zum Gast zu fahren und das, um sie zu sehen. Es hat sich geöffnet. Was öffnest du da? Da könnten doch Geister drin sein. Kabirkov, hab keine Angst. Im Film war es lustig. Was immer ihr euch auch ausdenkt, Alter. Welcher Film, Alter? Was für ein Spaß, ja? Das sind Geister, die sind gruselig. Aber wir haben eine Menge Ausrüstung, um sie zu fangen. Ey, natürlich, das ist doch cool. Aber wir sind keine Profis, ja? Wir haben nur das Tagebuch eines Profis. Wir werden selbst zu Profis. Na dann, ziehen wir uns also um, oder was? Auf geht's. Also, Jungs, wichtige Info. Es steht nicht alles so einfach. Geister können in Menschen eindringen. Ja, Kabirkov, besonders in ängstliche Menschen. Ich hab keine Angst. Ich hab überhaupt gar keine Angst, ey. Hallo, in einer Stunde, ja? Ja, ich komme natürlich, Alter. Ich fahr schon los, ja? Ja. Hey, warum lügst du? Da ist niemand, Mann. Na, Jungs, lass mich bitte nicht fahren, Alter. Ich fahre. Ich will nicht irgendwie den Geistern jagen, Alter. Ey, die gibt es nicht, Kabirkov. Bist du nicht neugierig, wie dieses Ding hier funktionieren soll? Nein, weil es gruselig ist, Mann. Ich will nichts mit der Geisterwelt zu tun haben, Mann. Also, Sergej, such eine Adresse, wo es Geister gibt und wir werden sie jagen und fangen. Aber zuerst müssen wir sehen, ob das Auto überhaupt funktioniert. Wahnsinn, so weich, als ob ich im Kino sitze. Okay, wir müssen die Schlüssel finden. Sehr bequem, oder? Man könnte sich sogar hinlegen. Und die Schlüssel könnten irgendwo hier sein, zum Beispiel. Jungs, ich hab die Schlüssel gefunden. Gut gemacht, komm, start es. Geht zurück. Also, Sergej, wo bist du? Ja, alles klar, ich habe den Ort gefunden. Wir können starten und losfahren. Also, Jungs, packen wir und lasst uns losfahren zum Geisterhaus. Vielleicht sollten wir doch nicht, oder? Los. Es wird interessant werden. Oh, ich habe das Gefühl, das wird echt schlecht enden. Also, Sergej, leg das vorsichtig hin, damit nichts rausfliegt, Alter. Komm schon, Kabirkov, es wird alles gut. Vorsichtig, sage ich dir, ja. Also?
Bevor wir weitermachen, habe ich eine sehr wichtige kleine Nachricht für euch. Wusstet ihr, dass es viele Legenden über Geister gibt? Eine davon besagt, dass Geister die Seelen von Menschen sind, die auf der Erde eine unerledigte Angelegenheit zurückgelassen haben. Und solange sie diese nicht lösen, bleiben sie Geister. Geist zu sein ist eigentlich total langweilig. Du wanderst in der Welt herum, kannst keinen Platz finden, wo du dich wohlfühlst. Alle anderen haben Angst vor Geistern, wollen nicht mit dir befreundet sein und sie leben immer in verlassenen Orten und Dachböden. Jungs, ehrlich gesagt, mache ich mir ein bisschen Sorgen um euch. Da ist die Abonnieren-Taste. Ich bitte euch, darauf zu klicken. Ich habe schon alles versucht. Das bleibt also eine unerledigte Angelegenheit. Jetzt ist es an der Zeit, die rote Abonnieren-Taste zu klicken. Klickt einfach drauf. Beende endlich diese Angelegenheit und lebe in Ruhe. Also, ich hoffe, du findest diese Taste und machst sie endlich grau. Und wir fahren endlich weiter. Weiter geht's. Jungs, oh, da ist ein Geist. Wie gruselig sieht dieses Haus aus? Übrigens, während der Fahrt habe ich gelesen, dass diese Rucksäcke überhaupt keine Rucksäcke sind. Das sind Protonenblöcke. Was sind Protonenblöcke? Nein, Jungs, ich gehe nirgendwo hin. Was sind Protonenblöcke? Naja, das sind so Staubsauger, die Geister fangen. Ach komm, das sind doch nur Staubsauger. Komm, Bikov, mach dir keine Sorgen. Nein, ich gehe definitiv nirgendwo hin. Hey, wir fahren einfach dorthin, überprüfen, dass dort keine Geister drin sind und kommen wieder zurück. Aber seht euch nur dieses gruselige Haus an. Ja, okay, Kapikov, wenn du eine Angst hast, dann bleibst du im Auto und wir gehen alleine und schauen selber nach. Alles klar, Kapikov, bleib sitzen. Wir prüfen jetzt alles und finden alles heraus. Wie immer du. Stopp, Jungs, ich glaube, ohne diesen Jammerlappen wird es sogar einfacher werden. Das für dich? Seht, Jungs, da sind Protonenblöcke. Ja, das ist für dich. Ey, geile Sache, Mann. Ich muss ein Tech-Review machen. Sergej, und was ist das? Also, das ist anscheinend eine Falle für Geister. Ich werfe sie, drücke den grünen Knopf und der Geist wird hier reingesaugt. Wow. Da schließe ich es schnell. Und wie funktioniert das hier? Wow! Krass! Ich sag euch, Jungs, mit diesem Ding kann man nicht nur Geister erschlagen. Leute, was war das, Alter? Oh, nee, nicht ein Plastikstaubsauger. Los geht's, Jungs. Wahnsinn. Es scheint, als wäre das der Eingang. Jungs, schaut nur. Das ist der Schleim von echten Gespenstern. Ich glaube, das ist ganz normaler Slime. Ich verwandle mich in einen Geist. Also, Sergej, du musst drauf schießen. Stopp, halt. So sprechen Geister nicht. Also, gönn, hör auf zu scherzen. Du spinnst. Ich sag euch, das ist Schleim. Und er hat irgendwie was mit Geistern zu tun. Jungs, ich hab vergessen, euch zu sagen, diese Brillen sind speziell dafür, um den Dunkelheit Geister zu sehen. Also, ich sehe nichts, niemand, alles okay. Bereit reinzugehen? Ja. Es ist offen. Was für ein gruseliger Ort, Jungs, Wahnsinn. Besser nichts anfassen hier. Also Jungs, wir schauen uns leise um, ohne plötzliche Bewegungen. Aber wenn Geister existieren, müssen sie definitiv hier sein, weil der Ort einfach furchtbar gruselig ist. Es ist furchtbar gruselig hier. Hier gibt es zwei Türen. Sergej, du mit diesem Block hier hinter mir, Glenn, eine Katze. Ist das ein Geisterkater oder was? Nein, ein normaler Mann. Und du mit diesem Ding in den anderen Raum. Okay. Falls etwas passiert... Ich werde schreien. Genau. Was ein gruseliger Ort. Und der Ausblick aus dem Fenster ist unheimlich. Oh, und was ist das für ein Durchgang? Also ein maximal seltsamer Ort. Ich gebe definitiv nichts zu tun. Ich gehe die Jungs wieder suchen. Also, hier ist nichts Interessantes. Gehen wir zu Glenn. Sergej? Täusche ich mich nicht? Bist du das? Nein, ich bin hier, alles gut. Okay, wahrscheinlich irgendein Luftzug. Gehen wir weiter. Oh, die Jungs kommen. Ich werde sie gleich pranken. Glenn! Okay, ich bin's. Was machst du da? Ich hätte dich fast erwischt. Deshalb habe ich doch gesagt, dass ich's bin. Ja, ein gruseliger Ort, oder? Ja. Jungs, also die Jungs sind vor etwa 5 Minuten gegangen und es gibt keine Informationen von ihnen, Alter. Ich habe die Türen geschlossen. Damit Geister mich hier nicht erwischen, Alter. Obwohl, brauchen sie überhaupt offene Türen? Ich habe doch gesagt, dass dieser Ausflug zu nichts Gutem führen wird, Alter. Es ist beängstigend. Das Haus ist so furchtbar, Alter. Na gut, ich werde hier auf die Jungs warten. Ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig. Leute. Was? Was ist los denn? Was? Beruhig dich. Leute, da war irgendwas. Ich habe es gesehen. Wen hast du da gesehen?
Ich habe ein echtes Gespenst gesehen, Mann. Wo? Es war da auf dem Haus. Warte mal, welches Geist? Welche Farbe? Grüße hier. Erzähl mal dir einer. Was spielst du eine Rolle? Das ist ja gay. Ich habe ein Gespenst am Haus gesehen. Ich saß im Auto und dann startete es plötzlich von selbst. Die Scheinwerfer gingen an und es hupte, Alter. Aber ich rannte raus. Es war ein Gespenst am Haus, Alter. Was ist dir unklar, Vlad? Er hat ein Gespenst gesehen. Du hast eine wilde Fantasie, Kabikov. Ich meine es ernst, Alter. Ich hab's euch gesagt. Alles wird schief gehen, Alter. Warum seid ihr hergefahren? Okay, Jungs. Wir haben alles, um gegen Geister zu kämpfen. Waffen, Aufkleber und sogar Fallen. Also lasst uns einfach hingehen und ihn fangen. Okay, Jungs, genug geredet. Wir haben noch zwei Stockwerke vor uns. Welche zwei Stockwerke, Ganz Jungs? Ruhig. Das gleiche Gespenst, wie ich mich gerade verkleidet habe, oder? Hat er dich mit dir verwechselt, oder was? Kann sein. Könnte es sein, dass er dich mit ihm verwechselt, oder was? Also, Kabikov, stell dich in die Mitte der Kolonne und wir gehen weiter und suchen nach Geistern. Puh, Jungs, wünscht uns Glück. Was ist, wenn hier wirklich jemand ist? Und dann wird es langsam dunkler. Also, Jäger, ich habe einen Vorschlag. Welcher? Lasst uns jetzt aufteilen und wir stellen sicher, dass es keine Gespenster gibt. Und dann fahren wir nach Hause. Glenn, bist du verrückt? Wie aufteilen? Klingt für mich wie eine Herausforderung. Ich weiß nicht, Glenn, du spielst mit dem Feuer. Eigentlich warten Geister genau darauf, dass wir uns aufteilen. Hast du Angst? Was? Nein, natürlich. Ich mache mir nur Sorgen um euch. Ich habe mich vorbereitet, das ganze Buch gelesen. Ich weiß, wie man in solchen Situationen sich verhält. Aber ich habe Angst. Okay, guter Plan. Lasst uns aufteilen und ich gehe in den Keller. Und ich gehe dorthin. Ich weiß nicht, Glenn. Verdammt, die Jungs sind total verrückt, Alter. Ich geh an den hellsten Ort. Oh, das wird schlecht enden, Alter. Wahnsinn! Was für ein seltsamer, seltsamer Ort. Was sind das für Reifen hier? Überall Graffiti. Schaufensterpuppen, verdammt, und überall sind Kameras, als ob uns hier jemand erwartet hat. Sergej hat mir erklärt, je kälter die Temperatur, desto größer die Chance, einem Geist zu begegnen. So, und hier ist es ziemlich kühl, also, und hier ist es auch kalt, und hier? Wow, hier ist die niedrigste Temperatur überhaupt, aber Geister gibt es hier offenbar nicht. Oh, oh. Wer ist da? Ich habe eine Waffe. Irgendetwas stimmt mit diesem Haus nicht. Ich muss schnell raus hier. Also ich hoffe, den Jungs geht es gut. Leute, ich laufe schon seit 20 Minuten durch dieses Haus und suche einen Ort zum Verstecken, Alter. Alles ist so seltsam hier. Rohre, Bilder. Scheint, als wäre es der hellste Ort im Haus. Und hier funktioniert eine Glühbirne. Nirgendwo kommt es sonst Licht, Alter. Das Wichtigste ist, nicht in Panik zu geraten. Und an alles, was ich mich erinnern kann, Alter, was ich weiß ich über Geister, Alter. Okay, keine Panik. Ich sollte mich umsehen. Also, was gibt es hier? Einige gruselige Figuren. Okay. Okay. Besser das nicht anfassen. Ah, was ist denn für eine Tür? Das ist wohl die Küche. Ja, das ist definitiv die Küche, Leute. Während ich da stand und mich an alles erinnerte, was ich über Geister war, ist mir eingefallen, dass man einen Kreis um sich ziehen kann, Alter. Und dann können die Geister und Gespenster einen nicht berühren. Ich muss Salz finden, Alter. Oh. Oh. Salz. Was könnte ich noch brauchen, ne? Hier ist nichts, Alter. Die Jungs können suchen, wen sie wollen, aber ich werde einen Kreis ziehen, Alter, und hier sitzen, damit mich niemand entführt, Alter. Los geht's. Also, Salz habe ich. Hm, ein Kamin, Kerzen. Ich erinnere mich, ich habe irgendwo in einem Film gesehen, dass die Kerzen um den Kreis herum aufgestellt haben, deshalb nehme ich auch welche mit. Also, das scheint der perfekte Ort zu sein. Also, lass die Barrikaden aufbauen, Alter. Ich habe sowas in einem Film gesehen. Gut, dass genug Salz da war. Also, ich habe das mitgenommen, Alter. Ich wusste, dass irgendwas schief gehen würde. Ich weiß nicht, was die Jungs da machen, aber ich fühle mich so hundertprozentig sicher jetzt hier, Alter. Also die Kerzen geben mir Licht, Alter. Niemand scheint da zu sein. Ich fühle mich ruhig und sicher, aber irgendwie habe ich das Gefühl hier, dass das noch nicht das Ende ist. Naja, also wir sind schon hier und müssen es irgendwie aushalten, Alter. Ich werde hier sitzen und warten, bis die Jungs auf mich finden. Was war das denn, Mann? Leute! Verdammte Salzlade, was war das? Leute!
Also sie bilden sich diese Geister ein und dann glauben daran. Aber das Haus ist wirklich gruselig, Mann, ey. Natürlich, Kabikopf ist in der Küche. Wo könnte denn noch sonst sein? 100% ist es schon seine Schrecken weg. Kabikopf, ich komme. Kabikopf? Kabikopf, wo bist du? Ich hab dich gehört. Ey, was ist das hier? Oh, gruselig. Kabikopf, wo hast du dich versteckt? Seltsam, niemand ist hier. Ich habe das Gefühl, als ob die Jungs mich pranken möchten. Vielleicht ist es ja ein Smart Home. Ich kann das Licht einschalten. Licht, gern. Ey, das Licht geht nicht an. Es wird unheimlich kalt, Mann. Und als hätte jemand die Klimaanlage angemacht. Ey, schaut, was für Spuren. Kabikopf hat wahrscheinlich etwas gesucht und Mehl verschüttet. Anhand der Spuren kann man ihn finden. Also die Spuren enden hier. Kabikopf ist wie in Luft aufgelöst. Also, was ist das? Das ist ein Schatz. Ruhig, ey, komm nicht näher, bleib stehen. Kabikopf, wenn du das bist, dann sag es mir. Ey, komm nicht näher. Komm nicht näher. Was war das, Mann? Ich glaube, ich habe gerade mein erstes Gespenst erschossen. Und es existiert wirklich. Das wird langsam gefährlich. Ich muss die Jungs dringend warnen. Gut, dass ich diese spezielle Brille mitgenommen habe. Denn hier ist es sehr dunkel. Und diese Brille ermöglicht es mir, Geister in Dunkelheit zu sehen. Das Licht ist nicht laut zu sprechen. Das reißt Geister. Das habe ich im Tagebuch gelesen, das wir gefunden haben. Hört ihr das? Sie flüstern etwas. Übrigens, Leute, wenn ihr bemerkt, dass sich in eurem Haus übernatürliche Wesen eingenistet haben, versucht mit ihnen zu sprechen. Findet das, was sie wollen. Wer seid ihr? Habt ihr einen Namen? Das bin ich. Mein Name ist Sergei. Und ihr? Ich sehe bisher niemanden. Es ist unmöglich, es zu verstehen. Zu viele Stimmen. Also, das ist jetzt der perfekte Moment, um Brille abzusetzen. Ich habe gerade einen Geist gesehen. Wer seid ihr? Lass uns reden. Mein Name ist Sergei. Wie heißt ihr? Unmöglich zu verstehen. Zu viele Stimmen. Was ist das? Hat er sich gerade bewegt? Das ist eine spiritische Tafel. Damit kann man mit Geistern sprechen. Also, sie haben mich gehört und wollen mit mir reden. Ich muss die Jungs finden und sie herrufen. Glenn! Vlad! Kabikopf! Glenn! Kabikopf! Vlad! Leute, es ist sehr gruselig hier, aber ich höre Sergei. Ich muss schnell gehen und ihn suchen. Also, die Geister werden mich nicht finden. Los! Habt ihr es auch gehört, oder? Oh, das sind meine Schritte. Oh, oh. Oh. Was ist denn das? Wahnsinn, das sind Geister. Die sind hinter mir her, Alter. Oh, oh. Oder ist es vielleicht nur ein Kinderspielzeug und ich sollte mich nicht davor fürchten? Leute, Leute, ich habe etwas gesehen. In diesem Haus passiert definitiv etwas. Ich habe ein Gespenst getroffen und habe es sogar schon erledigt, Mann. Wie fühlst du dich? Gut, alles okay, das bin ich. Sergei. Oh, Sergei. Ja, Geister ist hier wirklich, ich habe sie gesehen. Okay, Jungs, wir sind zusammen. Was ist unser Plan? Erstens, Mann, wo ist Kabikopf? Hier ist er doch, Vlad. Hi, wie geht's dir? Wie läuft's? Also gut, lasst uns hier für immer bleiben. Jungs, ich glaube, das ist nicht Kabikopf. Das ist nicht der. Er wollte gar nicht herkommen. Stopp, und jetzt schickt er vor, bleib hier stehen. Zu bleiben. Das bin ich, Jungs. Lasst uns hier bleiben. Wisst ihr noch, im Tagebuch stand, dass sie einen Menschen andrehen kann? Ja, er ist von einem Geist besessen. Was willst du erzählen? Leute, ich will hier bleiben. Bleib stehen. Ja, schaut, hier, ruhig, ruhig.
Schaut hier, schlau an ihm! Oh, das gleiche, was ich hatte, nachdem ich den Geist... Sergej, ganz schnell erinnere dich, wie man einen Geist aus einem Menschen austreiben kann. Also... Man weiß ja nie, was er noch anstellen könnte. Geist, beweg dich besser nicht. Ich erinnere mich, wir müssen ihn mit den Plasmawaffen beschießen und darunter diese Falle liegen. Okay, die Falle stelle ich also auf. Stopp, er tritt zurück. Glenn, wir schießen auf drei. Also Glenn, bist du bereit? Ja. Sergej, bist du bereit? Ist die Falle geladen? Ja. Drei. Es hat geklappt. Sergej, schließ, mach schnell noch zu. Leute, was war das? Bin ja froh, euch wiederzusehen. Sergej. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist gruselig, Alter. Wirklich, dieses Spielzeug, dann war denn dieser Nebel, Alter. Kurf, du warst von einem Geist besessen. Lass uns von hier verschwinden, Mann. Ja, Kebikov, ein echter Geist, Mann. Aber keine Sorge, er ist hier in der Falle drin. Wir haben dich gerettet. Leute, übrigens, über Geister, ich habe einen spiritischen Brett gefunden. Lass uns mit ihm sprechen. Los geht's. Also, seid ihr bereit? Ja. Ein Ouija-Board. Okay, Geister dieses Hauses, entschuldigt, dass wir euch gestört haben. Hört ihr uns? Vlad, seid euch schüchtern, okay? Sie hören dich auch so. Ja klar, wir sind natürlich in ihr Haus eingedrungen, mit Waffen. Leute, ich habe so etwas doch nie gemacht. Also, ich habe eine Frage. Geister, sind sie hier? Brent, das Wichtigste ist, dass du dich entspannst und die Geister nicht kontrollieren lässt. Leute, das bin ich dich. Dann hat es also geklappt. J. J. A. Sie können uns hören. Also, welche Fragen haben wir noch? Geister, sagt uns bitte, diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, wer sind sie? Das bin ich dich. L, O, okay. Dann lasst uns besser zur Sache kommen. Geister, haben wir euren Frieden gestört? Jungs, das bin ich dich. Ja. Also, wir haben die Waffen zu früh weggelegt. Ich halte sicherheitshalber eine in der Hand. Also, Geister, können wir einfach nach Hause gehen? So. Nein. Ende. Und was ist jetzt? Und was wird dann mit uns passieren? Leute. E. N. D. E. Jungs, wir sind am Ende. Habt ihr das gehört? Was ist das? Glenn, schieß! Es funktioniert, die Geborene des Anderes. Leute. Hilf, Gabby, komm! Sergej, öffne! Es hat funktioniert, Sergej, schließ! Komm, mach schnell! Schließ! Mach schnell! Ey, Jungs, Sie müssen schnell von hier abhauen! Stimmt, Jungs, ich hab's gesagt, das ist eine schlechte Idee, ey! Oh, ich hab's ja gesagt, Mann! Schnell weg hier! Vielleicht ist jemand noch hier geblieben? Zum Auto! Schaut mal, ich schau mir das Auto an und denke mir, dass etwas fehlt. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es bemerkt habt. Also, wir haben dieses Haus von Geistern befreit. Und wie es aussieht, haben wir wieder einmal die Welt gerettet. Das Wichtigste, Sergej, drückt nicht noch einmal auf die grüne Taste. Aber die rote darf man drücken. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann unterstützt uns mit einem Like. Das war ein ziemlich experimentelles Format Ghostbusters. Und das war wie immer ich, Vlad A4, gelernt, Kabirkov, Sergej, der Geist und tschüss an alle. Gelernt, Kabirkov, gelernt, Blatt Papierchen, gelernt, Kabirkov, gelernt, Blatt Papierchen. Ich sitze in meinem Labor und nicht in deiner Kirche.